Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Outboard. Hallöchen. Ja, Hildi, Schildi und ich gehen jetzt in die verlassenen Unterkünfte. Oh, das ist ja ein interessantes Bild. Hast du das auch, das Bild, ja, gell? Mhm. Mit diesem Aschenputtelhäuschen da, hätte ich fast gesagt. Ja, sieht so ein bisschen wie so ein... Märchenhaft, finde ich das. Ja. Das ist so eine Attraktion im Europapark jetzt. Ja, stimmt. Erinnert mich an die Piraten von Batavia. Schade, dass die abgebrannt sind. Ja, war Special Effekt. Ja, very special. Ja. So. Na, komm, liebe Ladezeit, gib Gas. Aber Spieler wirklich? Werden positioniert. Jetzt geht's los hier. Aha. Oh. Oh, guck mal, da sind noch mehr Schweinenasengesichter. Oh, guck mal, da sind schon drei Stück. Einer. Ja. Du weißt, ich kann den Windzauber nicht, ne? Ich glaube, deine Laterne kannst du aber löschen. Das denke ich auch. Ich glaube, okay. Ich lasse gleich meinen Rucksack hier liegen. Ich meine nicht, dass die sofort losstürmen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde auch mal den Schutzzauber, glaube ich, auf mich machen. So. Sind die hier alleine oder sind da ums Eck auch noch welche? Nee. Na, gleich mal gucken. Weiß ja nicht, dass wir hier aufs Gesicht kriege. Bin gespannt. Oh, der hat... Oh, wir sind im Partnerlook. Schön. Ja, komm, sprich mit ihm. Good. Anführer der vier Winde, komm. So, noch ein Besucher. Tja, wie heißt das so schön? Finster ist die Nacht ohne Mond. Haha. Ist das so eine Art Parole? Wenn es so wäre, kennst du ganz offenbar die Antwort nicht, stimmt's? Also rede oder leere deine Taschen aus, Tourist, bevor wir das für dich übernehmen. Ihr habt dein Paket abgefangen, her damit, dann bleibt alles friedlich. Von wegen, her damit oder ich schlag euch die Schädel ein. Ja, okay. Gib mir mal das Paket. Ja, der Kerl da hinten kam mit derselben Masche. Tja, Pech gehabt. Das Paket gehört jetzt uns. Wohl. Unser Betriebsbudget ist ein wenig knapp geworden. In Ordnung, ich könnte mich davon trennen, aber nur davon, wenn du im Gegenzug was für mich besorgst. Okay. Also, besorg uns 5 Stück Jerky, einen Wasserschlauch, ein Eisenclaymore und eine Eisenhellebarde. Wenn du das tust, kriegst du das kleine Kästchen und wir lassen deinen kleinen Freund gehen. Klingt fair? So, klingt überraschend fair, also gut, ich besorge euch die Sachen oder von wegen, her damit oder ich schlag euch die Schädel ein. Also ich sag's mal so, Jerky, Wasserschlauch, kein Thema, Eisenclaymore hatten wir schon und eine Eisenhellebarde hatten wir auch schon, aber keine Ahnung, wo wir das Zeug jetzt herkriegen würden, ne? Ja, wobei, ich frag mich, die drei sind bestimmt nicht schlecht ausgestattet, oder? Du meinst zum Umnieten und Ausrauben? Ja. Wir können es probieren. Probieren halt einmal, sie umzunieten. Ach, ich bin hin und her gerissen. Hast du eine klare Meinung? Nee. Aber du darfst jetzt die aussuchen heute. Ja, komm, wir nieten so um. Bist du bereit? Ja. Sag nicht, wir wären nicht kompromissbereit gewesen. Zeigt sie ihn, Leute! Oh. Ah, einer ist schon tot. Zwei tot. Geil. Oh, ich liebe es, mit dem Zauberer hier zu sein. Das ist ja der Hammer. Gern geschehen. Wieso hatte ich Angst? Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin stets bemüht und so. So, dann machen wir uns aber auch mal wieder ein Licht an, würde ich sagen. Eine Kazitenlanze, ein Kazitenhackbeil, ein Kazitenskutum. So, damit die Zuschauer auch wieder was sehen, was haben wir da? Kazitengroßklinge, jo. So, ich gucke mir mal das Kazitenskutum an. Oh, leck, ist das ein Trümmer. Hey, yo, komm her. Mutti Kopfgerüter. Schade. Mein Purpurschild ist besser. Komm schon,
Komm schon. Trau dich. Was hat denn das Wucht und Schaden? Ist ein Zweihänder. Ah, ist ein Zweihänder. Ja, okay. Dann forget it. 36-30 hätte es gehabt. Oder hat es immer noch. Gut, dann sprich mal mit dem Loser da, der keinen Zauberer dabei hatte. Hey, du Lappen. Hast nicht die richtigen Freunde, hä? Also, wie du aussiehst, ist das aber auch kein Wunder hier mit dem hässlichen Stirnreif da. So. Danke für deine Hilfe, Nico. Ich bin so arm dran, ich habe keine Freunde. Nein, Quatsch. Ich dachte, man könnte mit diesen Kerlen verhandeln. Ja, hätte man auch können, durchaus. Wie sich herausstellte, war ein Lösegeld wohl profitabler, seufz. So viel zu dem Thema, dass jeder Mensch einen Funken Anstand besitzt. Ja, klar, träum weiter. Eigentlich verhandeln Banditen nicht, dass sie überhaupt offen dafür waren, ist merkwürdig. Wieso hast du überhaupt versucht, mit denen zu verhandeln? Das sind Gesetzlose. A oder B, A oder B, A oder B, A entscheide, oder B. Entscheide, du bist am Steuer. Eigentlich verhandeln Banditen nicht. Merkwürdig, dass sie dafür offen waren. Stimmt. Außerdem bin ich sicher, dass sie eine Parole verwenden. Eine Parole? Oh ja. Da fällt mir ein, glaubst du, dass jemand aus Hamatan Geschäfte mit ihnen macht? Das würde ihr Betriebsbudget erklären. All der Ärger für so ein kleines Kästchen. Ich frage mich wirklich, was darin ist. Ja, ich auch. Dass Victor es so unbedingt haben will. Das Wachsiegel aufbrechen und das Kästchen öffnen, das Kästchen nicht öffnen. Oh, hat er gesagt, wir sollen es nicht öffnen, ne? Er hat gesagt, wir sollen es nicht öffnen. Hältst du dich dran? Na, wir wollen doch aufsteigen, oder? Ja, da sieht es doch, wenn du das aufmachst. Komm schon, wir haben unser Leben für das Ding riskiert. Na schön. Du hast ja recht, wir sollten den Auftrag wie gewünscht zu Ende bringen. Ja, das machen wir auch, mein Freund. Heute ist ein guter Tag. Danke für deine Unterstützung, Necro. Hast was gut bei mir. Geh mir aus den Augen. So. Kann auch unhöflich sein. So, schauen wir uns hier aber noch ein bisschen um, oder hätte ich gesagt, was ist denn das da für ein geiles Ding? Interagieren kann man hier. Unbekannte Runen säumen den Türrahmen. Es scheint, als würde die Tür im Augenblick nicht für dich aufgehen. Oh, heute keine Rose. Womöglich lässt sie sich durch ein Ereignis in der Zukunft öffnen. Okay, ja. Was ist denn das für ein rauschendes Geräusch? Hörst du das auch? Ja, das ist der Sand, der durch die Decke... Nee, das ist dieser Dampf da hinten. Irgendwelche Rohre. Okay, ich dachte, was für ein Rauschen. Ich glaub's aber auch, ja. Ja, du nimmst das Skelett, ich den Schundhaufen. Ja, war schon klar. Oh, ich hab was gefunden. Schildgolem-Bruchstücke. Leitet immer noch Strom. Kann zur Waffenherstellung verwendet werden. Das ist schon was für dich, wa? Oh ja. Yeah. Oh, super. Oh ja. Yeah. Super. So. So, zwischendrin immer mal gucken. Aufnahme läuft noch. Ja, super. Perfekt. Nicht, dass wir die Zuschauer wieder abhängen. Ja, schön war's. Ja. Ach, das ist der Dampf, der da hinten wahrscheinlich aus dem Rohr rausschießt, ne? Vermutlich. Also, ich würde ja sagen, nur mal so ganz unter uns, aber die Fallen sind der Knaller. Mhm. Die haben uns echt das Popöchen gerettet. Die Popöchen. Vorne ist cool, ich kann ja immer eine Rune schon zaubern und dann hinrennen und die zweite Rune aktivieren und dann explodiert es ja quasi in der Hand. Voll gut. Ja, praktisch. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den Rückweg, oder? Ja. Aber ich frage mich, also es ist ja tatsächlich seltsam, was der Victor da alles haben will und mit wem der so verkehrt und mit wem der so... Wobei die Räuber... Nee, Moment. Mit diesem Makellosen hat er sich ja verabredet und die Räuber kamen ja scheinbar ungeplant dazwischen. Bist du ja die Hamatan-Polizei, oder? Ja, also. Entschuldigung. Ich meine, ich möchte ja hier nicht unreflektiert irgendwelche Quests machen. Nein, nein, du, völlig richtig. Nein, nein, wir wollen ja unsere Zuschauer mit einbinden. Ich bin auch der Meinung, der hat Dreck am Stecken. Sollen wir doch das Kästchen aufmachen? Na, nachher ist da irgendwas ganz Schlimmes dran und dann? Stimmt. Aber ich würde gerne nochmal einen Schluck von dem Blut trinken. Hast du gar nicht gemerkt, ne? Dass ich davon mal genippt habe. Gut, ich bin gehässiger geworden, aber... Nee, eigentlich Quatsch.
So. Ich hab zu viel Valheim gespielt. Was? Was hat das mit gehässig zu tun? Nein, in Valheim bin ich auch ganz lieb. Mhm. Du, ein Glas Met und weißt du, gefügig und so. Alles gut. Was hat das jetzt eigentlich da mit dieser Cyber-Autobahn auf sich? Vor allen Dingen, er sprach doch von irgendeinem Aufzug. Wir haben doch jetzt gar keinen Aufzug genommen. Ach, der ist schon mal ein bisschen doof im Kopf. Ja, weißt du, er will irgendwelches Zeug haben und erzählt uns auch noch so ein Bullshit. Also eigentlich sollten wir vielleicht echt die Hamatam-Polizei informieren. Ja, aber die ist doch korrupt. Ja, woher weißt denn du das? Ja, das merkt man doch. Woran jetzt genau? Ja, das stinkt so in Hamatan. Ah ja, in deiner Heimatstadt. In deiner Heimatstadt, Mann. Okay, ja, stimmt. Sorry, ja, ich nehme alles zurück. Stinkt in meiner Heimatstadt. Und wie wohnt sie so in meiner Heimatstadt? Stinkig. Ne? Ja, es war so klar, dass die Antwort kommt. Gut, ja, freut mich. Schön. Haben wir mal schnell die Quest weg. Laufen wir eigentlich hier gerade falsch? Kann das sein? Ja, nee, wir laufen richtig. Naja, das ist nur ein weiter Weg. Nimm den Aufzug. Kann man vielleicht auch da eine Abkürzung laufen? Guck mal, da hinten ist so eine Brücke. Da hinten ist ein Aufzug, oder? Ja, ja, weiß nicht. Vielleicht gibt es da tatsächlich irgendwie eine Art Aufzug. Ja, wir probieren es mal, ne? Wir sind doch Forscher, ja. Forschergeist und so. Abenteurer! Ja! Ja, yippie, yay! Was zauberst du da wieder? Das geht dich gar nichts an. Kannst alles essen. Und auch eine Garbeerenmarmelade kannst du essen, aber alles wieso muss nicht. Guck mal, wie schön ich funkeln tue. Oh, ich bin so gespannt. Ich bin ja immer noch am Hadern mit mir und die Kommentare oder die Videos haben mich irgendwie auch nett wirklich zu einem schlüssigen Denkergebnis gebracht. Was mache ich mir in meinem letzten Punkt? Du trägst ihn so lange mit dir rum, bis wir durch sind und du dann denkst, ach verdammt, jetzt habe ich ihn gar nicht eingelöst. Kann man hier durchgehen? Ja, man kommt auch da oben hoch. Aha. Hallo, ist hier eins Aufzug? Oh, hier gibt's Salz, oder? Ja, Salzkristall. Ja. Oder ein... Oh, und ein Mantis. Ja, super. Da hast du ja wieder die richtigen aufgeschreckt. Willst du mit ihm hin? Tanzen. Tanzen ist gut. Aua! Arschloch. Warum schlägt er mich? Weil du böse Fallen aufstellst. Zu Recht. Sind die Fallen jetzt ein paar Mal von selber einfach wieder verschwunden? Das sah gerade so aus. Ja gut, immer wenn er da reintritt, dann... Ja, aber sonst gehen die doch hoch. Also, sah gerade irgendwie ein paar Mal komisch aus. Ah, schon Grafikbug. Bei mir sah das richtig zaubermäßig aus, gell? Können die Zuschauer bestätigen, bei mir sah das so richtig... Zauberhaft aus? Ja, professionell. Ah, zauberhaft. Komm her, ich box dich. So zauberhaft wie dein Zauberhut. Jetzt werden sie mal nicht... Komm her, ich box dich. Tu doch nicht so hier, du... Hau dir mit meiner Powerfaust eine auf den Sack. Powerfaust, aha. Ich habe doch keine Waffe, wenn ich jetzt mit der, also wenn ich die Waffentaste zum Schlagen betätige, dann hau ich, dann boxe ich, guck. Schau mal, gucke. Ja, schau mal. Hier bin ich, hinter dir. Komm schon. Ich fahre jetzt Aufzug. Das sieht doch nach Aufzug aus hier. Ja, dritter Stock. Ja, guck mal, um Hamatan zu betreten, voll gut, voll die Abkürzung. Als hättest du es gewusst. Hast du, woher weißt du das? Steckst du mit dem an einer Decke? Ja, ne? Nein. Doch.
bin mir sicher. Nein, so, dann bin ich jetzt mal gespannt, was er rausdrückt für eine Belohnung. Und wehe, da gibt's nichts. Gut. Das Tagebuch ist ein Reiter im Menü. Aha. Was, da ist ein Reiter im Menü? Mhm. Gott. Das ist ja übel, ey. Das ist davon galoppiert. So. Genug dumm. Das ist schön. Die längeren Ladezeiten kann man immer zum Dummschwätzen nutzen. So. Hervorragend. Oi, hat er einen großen Pott. Oh, da. Hey, das ist doch hier Asterix und Co., oder? Guck mal, da gibt es sogar Stufen zum Reinsteigen. Geil. Ich will auch mal reinsteigen. Also, ich habe viel Zeug zum Verchecken, aber nicht am Gemüsestand. Das ist ja klar, ne? Ah, hier, wo das schwarze Brett ist, scheinbar der Aufzug. Gut zu wissen, ne? Strahlender Sieger. Ja, das ist mein Gasthaus hier. Aber das haben sie mir zu Ehren eröffnet. So, jetzt gehen wir erstmal die Quest abgeben, oder? Weil ja, das ist ja hier unser großer Aufstieg. Na, ja, Logo. Schauen wir mal. Und wehe, es gibt nichts Gutes, dann gibt's aber. Okay. Ja, also, das muss was richtig Schniekes geben. Was ist denn das eigentlich? Kann man das auch sammeln? Nee. Na? Wie geht's dem Lootmonk so? Weiß nicht, wie geht's dir denn? Aha. Ich würde auch gerne den Golem hier aufwecken. Ja, komm, interagier mal. Wir brauchen 3 Stromspulen. Oh. 3? Oh Gott. Dann brauchen wir insgesamt schon 4. Ja, das ist ja unerfreulich. Brutal. Ah, guck mal. Ach ja. Die eine ist gegen uns und der andere ist für uns. Wetten? Wahrscheinlich. Und er sagt dann, ah, sorry, aber dann kann ich dich doch nicht befördern. Ach, das freut mich aber. Prima, ihr seid alle zurück. Gute Sache, dass ich dich losgeschickt habe, nicht wahr, Nekro? Ja, auf jeden Fall war das super. Hast du das Päckchen? Ja. Wir müssen dringend über diese Mission sprechen, auf die du uns da geschickt hast. Ja, das sage ich. Na, ich habe doch gesagt, dass sie gefährlich werden würde, oder? Das Päckchen ist immer noch versiegelt ausgezeichnet. Ich hoffe, die Banditen haben euch keine Probleme bereitet. Mir zumindest schon. Tut mir leid, Boss. Ich hätte etwas besser aufpassen müssen. Ja, hätte echt. Das hört sich so an, als könntest du ein wenig mehr Training vertragen, Artois. Zum Glück bist du dazu hier genau richtig. Ich bringe dich in Handumdrehen in Kampfform. Ah ja. Und was ist mit meinem Kontakt aus der Höhle? Habt ihr das Blut? Ja, ich habe das Blut, aber wozu in Elads Namen brauchst du es? Wofür all diese Dinge sind, weiß ich nicht. Und ich möchte es auch gar nicht wissen. Ich habe viel Geld dafür bekommen, dafür zu sorgen, dass sie an ihren Bestimmungsort gelangen. Aha, mehr muss keiner von uns wissen. Das ist seltsam. Diskretion ist eine Fähigkeit, die ihr drei euch dringend aneignen solltet. Ich habe irgendwie Bock, ihm den Kopf kürzer zu machen. Also dann. Ich werde euch im Auge behalten. Aha. Was? Noch 1-2 weitere Aufträge und dann wird er uns zu den Eingeweiden machen. Sowas Freches. Lass gut sein. Ich werde keinen Finger mehr für dich rühren. Die flennt jetzt rum, dass wir uns hier mit dem Schlechter der Menschheit eingelassen haben. Lalalalalala, heul doch. Komm, hier hast du ein Taschentuch. Ich kann nicht unter jemandem arbeiten, der willens ist, mit dem größten Feind der Menschheit zusammenzuarbeiten. Schon gar nicht, wenn er sein Handeln nicht einmal rechtfertigen kann. Die ist ganz schön pissig, ja? Denk doch mal nach, Mädchen. Glaubst du wirklich, ich hätte diese Vereinbarung getroffen, ohne sicherzustellen, dass er die Region nicht lebendig verlässt? Ich hatte die Söldner der Wolfsbande darüber in Kenntnis gesetzt, noch bevor ich dich losgeschickt habe. Oh, dann ist ja gut. Das sind Profis. Ich bin sicher, sie haben das Ding inzwischen längst in die Enge getrieben. Ja, bestimmt. Sie werden dafür sorgen, dass der Schlechter die Region nicht lebend verlässt.
Es sei denn, er hat extrem viel Glück. Ihr seht also, ich habe mich nicht auf ihn eingelassen. Ich habe ihn benutzt. Das ist ein Unterschied. Um ehrlich zu sein, sehe ich diesen Unterschied nicht. Ach ja, komm, heul doch alle. Du solltest die Vorteile der Diplomatie nicht außer Acht lassen, meine Liebe. Außerdem arbeite ich bereits an Lösungen, um die Plage mit größerer Effizienz zurückzuschlagen zu können. Was würde deine Familie sagen, wenn du die Chance, sie auszurotten, nicht ergreifst? Ich weiß nur, dass sie nicht wollen würde, dass ich mich auf einen Mann einlasse, der bereitwillig einen Bund mit der Kreatur eingeht, die mehrere unserer Lieben getötet hat. Naja. Kein Grund, so aufmüpfig zu werden, Mädchen. Außerdem, wem würde man eher Glauben schenken? Einem neuen Lehrling oder einem Dekan? Der seit Jahren treu dafür sorgt, das uralte Plateau sicher zu halten. Ich finde ihn irgendwie ziemlich sexistisch. Ich finde die alle drei irgendwie bescheuert. Können wir die nicht abrippen und gut ist? Und selbst wenn es so wäre. Nun, ich bitte dich nur in Betracht zu ziehen, welch Schaden unschuldigen Menschen zugefügt werden könnte. Na schön. Aber ich nehme trotzdem keine Befehle mehr von dir entgegen. So, wir haben jetzt die Auswahl zwischen, ich bin auch raus, ich arbeite für niemanden, der sich mit dem Schlechter einlässt. Solange unsere Abmachung gilt, bleib ich dabei. Na, jetzt hängen wir ja schon drin, ne? Na, oder? Ach, ja, komm. Ach, du meinst deinen Blutpreis? Keine Sorge, die Zahlung für diesen Monat habe ich bereits geleistet. Ah ja. Er hat irgendwas bezahlt, das ist nett von ihm. Komm in ein paar Tagen wieder, Necro, dann habe ich noch reichlich mehr Arbeit für dich. Unter anderem eine äußerst interessante Forschung. Ah ja. Aber wieso bezahlt er denn unseren Blutpreis? Wir sind doch entbunden von unserem Blutpreis. Ich weiß nicht, der verarscht uns doch. Der verarscht uns doch hier. Das ist doch nicht... Ach Mann. Ja, vielleicht... Schulden wir ja hier auch irgendjemandem irgendwas. So, warte mal, mein Buch. Wir haben hier nicht mal einen Leuchtturm. Also, Victor hat in 3 Tagen wieder was für uns. Okay. Ansonsten haben wir noch Sandrüstung, reinige Wasser, Stromspulen, Palladiumrüstung, Schatzsuche, Biesgolem, Bruchstücke. Okay, okay, den Standardkram. So, was haben wir jetzt eigentlich gekriegt? Mal kurz gucken. Irgendwas Gutes? Nee. Nur Scheiß. Nur Scheiß. Ja, hey, jetzt, unsere die Leiter hinauf Quest ist jetzt damit beendet und das mit dem Einreinheitstrank an Gregory Turnbull können wir gar nicht mehr machen. Echt? Ja, wir haben uns jetzt praktisch für den Fuzzi mit dem hässlichen Bart entschieden. Ja gut, ist ja nicht ganz so schlimm, wenn ich ehrlich bin, weil das mit dem Reinheitstrank ist eben blöd. Okay. Ja, bis du den gefunden hast und bis man den dann weißt du. Wobei ich sagen muss, ich finde, dass die Quest ein Messer im Rücken heißt. Mhm. Well, naja. Welche Quest? Die wir jetzt haben. Ah, ich habe noch gar nicht geguckt. Ich gucke gerade, weil irgendwas wurde freigeschalten. Ich sehe aber überhaupt gar nicht was. Effizienz. Wetterbeständigkeit, das habe ich doch alles schon gehabt. Erhöht die Schlagfestigkeit. Niedrige Verkaufspreise. Das hatten wir alles schon. Haben wir schon. Nee, komisch. Na gut, sei es drum. So, jetzt gucke ich selbst mal bei Messer im Rücken. Ah ja, okay, stimmt. Ja, spannend. Okay, cool. Ich werde erstmal was. Mein Sack hier auffüllen, hoppala. Ich hole mal kurz einen Biskuitkuchen, weil den kann man irgendjemand da auf den Markt bringen. Das haben wir auch als Nebenquest. Guck mal, was es dafür gibt. Okay. Ja, ich würde eh gerne mal auf den Markt gehen, weil ich habe Zeug, was ich gerne verkaufen würde eigentlich. Oh, also. Ich habe relativ viel Zeug eingesammelt, so Scheißdreck halt. Ey, das wundert mich, aber ich dachte irgendwie, wir hätten irgendwas gekriegt. Aber an Fähigkeiten ist da irgendwie nichts dabei. Naja, gut. Das heißt drum. Ein Mann. Oh, was ist jetzt los?
Mich hat aus dem Donner eine Stimme. Aha. Der Schmiedemeister verlangt Gerechtigkeit. Lange habe ich in Ketten dahingesiecht, die Sorobo mir angelegt hatte. Meine Opfer waren vergessen. Ihr Verbrechen bleibt ungesühnt. Das alles hat nun ein Ende. Ist das der da lag, oder? Ach, ja. Liefert mir in den nächsten 100 Tagen all jene aus, die der Akademie von Sorobor dienen. Oder schließe deinen Frieden mit den fünf Winden. Er bricht vor deinen Augen zusammen. Okay. Aha. Ja, okay. Interessant. Im Brustkorb des Golems ist eine leuchtende Rune. Du spürst, wie deine Haut vibriert, als du das Ding berührst. Es fühlt sich an, als wärst du auf etwas eingestimmt worden. Vielleicht öffnet sich dir nun ja bislang verschlossene Türen. Ach ja. Im Inneren des Golemschädels befinden sich ein paar Beschriftungen. Das Signal scheint aus der Gegend um den alten Bunker, das zerstörte Hippodrom und die alte Turbine zu kommen. Naja, wir haben jetzt gerade, Aufzeichnung wurde aktualisiert, Rost und Rache. Ach, schöner Titel. Ja, wir haben gerade eine neue Quest gekriegt, Rost und Rache. Cool. Hattest du jetzt irgendwas gemacht, das das ausgelöst hat? Weil ich stand bei uns im Haus an der Kiste und auf einmal... Nee, ich bin nur rausgegangen. Ich wollte eigentlich hier irgendwo zu einem Händler, um ein bisschen Zeug zu verchecken. Und dann ging das hier schon von alleine los. Aber jetzt ist auch der Golem weg, der da saß. Vielleicht ist, weil ich ihn nochmal angetickert habe oder so. Oder es löst es automatisch aus. Das kann es natürlich auch sein, gell? Seltsam. Ja, merkwürdig. Aber macht nichts. Neue Quest, geile Sache. Freue ich mich aber echt einig, muss ich sagen. Hauptsache, du hast das Geld. So, jetzt können wir mal ein bisschen Scheiß verkaufen hier. Kazitengroßklinge. Tschüss. Also diese Hundemaske, die möchte ich mal aufbewahren. Ich weiß zwar nicht, ob einer die von uns anziehen möchte, aber ich finde, die sieht irgendwie cool aus. So. Ich finde, die hat so einen Fetisch-Touch. Ja. Ich könnte mich ja entkleiden und nur die Maske aufsetzen, wenn die danach ist. Wir haben noch diese, bei den Riesen, diese Kleidung da gefunden. Die könnte ich doch anziehen mit der Maske zusammen. Das mache ich mal. Nur so fürs Flair. So, wo wohnen wir jetzt nochmal? Da, glaube ich. Dass ich mir das nicht merken kann, ist der Knaller. Mit dem Garten. Hier mit dem wunderschönen Garten. Wir haben einen Gärtner, den habe ich schon wieder. Hallo, Oskar, wie geht's? Was macht der Garten? Okay. Ja, ich lasse dich da mal arbeiten. Spricht auch nicht mit jedem. Gesindel. Was hast du da eigentlich wieder eingestellt? Führst du keine Bewerbungsgespräche, sag mal? Nee. Ja, merke ich. Das ist eigentlich deine Aufgabe. Ich habe Kriechbeeren-Marmeladenbrot gefunden. Kriechbeeren-Marmelade auf Brot geschmiert. Steht da nicht. Dafür müsste man wissen, was die Marmelade macht. Wahrscheinlich. Aber die Marmelade haben wir nicht. Schade. Aber die Marmelade kannst du doch bestimmt kochen, oder? Haben wir Kriechbeeren überhaupt? Ja, wir haben jede Menge. Ich müsste halt mal ausprobieren, weil ein Rezept habe ich nicht. Ich könnte höchstens mutmaßen, dass es so geht wie Garbeerenmarmelade. Das hätte ich jetzt tendenziell vermutet. Ich glaube, so kreativ ist das Spiel dann doch nicht. Irgendjemand hat uns einen Goldbarren gegeben. Cool. Jetzt gerade? Nee, den hatte ich schon im Sack. Ja, schön. Jetzt haben wir da mal wieder einen Haufen Tränke. Wachsamkeitstrank, den schmeiße ich auch mal raus. Ich habe einen Illuminationstrank gefunden. Gewährt dem Einnehmenden die Mana-Regeneration eines Illuminators. Wenn man jetzt noch wüsste, was ein Illuminator ist, dann wäre ich ja schon mal schlauer. Ja.
So, ich tue mal einen Schlagfestigkeitstrank in die Kiste. Oh, hast du schon wieder benötigt Turmalin? Ja. Was hast du schon wieder gemacht? Ja, so eine Quest angenommen. Hä, ich soll zum Campingladen auf dem Marktplatz gehen, aber da ist kein Campingladen. Das ist bestimmt ein Campingladen. Da will ich den Biskuitkuchen abgeben, aber hä? Ah, finde ich ja noch nicht, ja? Nice. Ah, zum Handwerker. Okay. Was? Aha, der Groschen ist gefallen. Ja, da steht Handwerker dran, aber er sagt, die Welt da draußen ist hart, aber mit unserer ausgezeichneten Auswahl an Campingausrüstung bist du auf alles vorbereitet. Also jetzt gucke bitte, ich gebe jetzt ihm den Biskuitkuchen und guck bitte, was wir dafür kriegen. Jawohl. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, los. Nix. Und? Nix. Ich hab nichts gekriegt. Doch, jetzt. Stechblatt, 50 Silber und ein Biskuitkuchen wurde entfernt, den ich gar nicht hatte. Möchtest du wissen, was die Kriechbärenstulle kann? Erzähl. Sie macht physischen Schaden 20% mehr und sie hat eine tickende Ausdauerregeneration. Oh, das, also das ist ja genau, nice. Das ist genau dein Essen eigentlich, glaube ich. Aber hallo? So, aber bevor wir jetzt hier lange rummachen, würde ich sagen, wir switchen mal in die nächste Folge, oder? Ja, das machen wir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, vielen, vielen Dank. Und ihr wisst ja, ein Däumchen ist ein Träumchen. Aber sowas von. Ciao.